Ja, willkommen wieder zurück auf meinem Kanal. Ich habe es ja gesagt, der zweite Teil des Geburtstags-Specials wird nochmal kommen. Wie gesagt, ich mache das heute mit den Formel 1 Modellrennwagen und nicht mit Karten. Ich denke mal, das ist was anderes und es ist somit auch nicht immer dasselbe. Ja, wie gesagt, das ist der zweite, den ich bekommen habe, der Weltmeisterwagen von Michael Schumacher aus dem Jahre 1994. Das ist ein Wagen, der Revolution geschaffen hat und auch. Naja, der Baujahr des Wagens 94, die Saison 94 war natürlich getrübt von den Toten von Roland Ratzenberger und Ayrton Senna. Aber ansonsten, diese Wagen haben die Formel 1 verändert, weil die Formel 1 weiterentwickelt wurde, natürlich dadurch, weil Senna halt diesen Unfall hatte. Und ja, das Ganze wieder 15 Euro. Hier ist wieder noch das Heft dabei. Und in dem Falle, das war aber nur in der dritten Ausgabe so, ein Sammelordner für die ganzen Hefte. Das werde ich mal hier zur Seite packen. Werde ich mir nachher noch mal in Ruhe ansehen. So, hier ist wie gesagt das Auto wieder schön ins Detail gegangen. Damals hieß es ja noch Benetton, nicht Renault. Benetton gibt es das leider seit 2001 nicht mehr. Ja, die sind ja mit Renault-Motoren oder Ford was, glaube ich, gefahren. Lackierung blau-grün. Ja, war ein Megawagen der B194. Ja. Jetzt noch zu dem Heft. Hier wieder natürlich das Heft wieder gleich aufgebaut. Die ganzen technischen Daten. Und hier ist das, was ich gerade eben nicht zeigen konnte, was ich nicht gefunden habe. Hier ist die Weltmeistersaison eingeteilt, wie es halt lief. Er hat aus den ersten 5 Rennen 4 gewonnen. Oder besser gesagt, aus den ersten 7, 6 Rennen gewonnen. Dann wurde er ja zweimal disqualifiziert wegen einem zu tiefen Unterboden. Dadurch kam der Hill ja wieder ran. Und am Ende ist er tatsächlich um einen Punkt in Adelaide Weltmeister geworden. Und hier, wie gesagt, die ganzen technischen Daten, was ist in der Saison passiert, alles. Hier die ganzen technischen Daten des Benetton. So, hier der Teamchef, die Historie von Benetton. Hier ist, das ist zum Beispiel einer von 1996, wie auch das steht. Benetton, wie gesagt, hat eine unglaubliche Geschichte hinter sich und das waren halt die erfolgreichsten Jahre. Und hier, das sind die letzten Benetton-Fahrzeuge von 2000, wo Jenson Button noch für Benetton gefahren ist. Das waren noch Zeiten, also das ist echt lange her. Und das, man sieht es auch, der ist von 99, das ist wirklich einer der letzten, die es gab. Und ja, hier sieht man nochmal, welche Wagen als nächstes gekommen werden. Ist wie gesagt eine ältere Ausgabe. Die nächsten Wagen wären gewesen der Weltmeisterwagen von Lewis Hamilton und der Weltmeisterwagen von Sebastian Vettel aus dem Jahre 2013. Ja, dieses Heft hier ist Gott sei Dank nicht verknickt, das kam einigermaßen gut an, genauso wie der Modellwagen. Und ich würde sagen, wenn euch das Video gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Abonniert den Kanal. Bis denne.